So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Das ist ein Menas Moos T-Shirt. Das ist Svalraps hier, das ist die Arena, da war ich mit der Shenaya schon mal. Da kam jetzt so eine nette Frau raus, das war richtig cool. Und hier ist auch eine nette Frau, ne? Mit der man sich die ganze Zeit schon wieder behängen muss. Hallo! Hallo, wer sind Sie denn? Grüße gehen raus, ne? An das Muttertier. Ja, ich lasse dich mal hier stehen. Seht ihr das? Die hat eine dicke Jacke an und friert sich zu Tode. Der Ramses mit dem Menas Moos Shirt. Der fühlt sich frei und lebendig. So. Eigentlich ist das hier der Brunnen in Valraps. Also habe ich ja schon mal erklärt, der ist irgendwie da hinten drin. Da ist ein Innenhof, da konnte man ran, da war der Brunnen. Die Arena haben sie jetzt versetzt, jetzt ist die eigentlich hier. Man sieht leider nichts mehr, aber hier geht gleich ein Voldolos auf. Denn der Raid-Boss-Wechsel in letzter Zeit war immer am Mittwoch, 10 Uhr. Deswegen mussten wir Raid am Mittwoch immer auf Donnerstag verschieben. Diesmal aber Dienstag Raid-Boss-Wechsel, eine Woche lang. Voldolos in der Wolkenform, also in der Inkarnationsform, in den Raids. Wir stehen jetzt hier an der Arena, wollen Community Raid machen. Euch zeige ich ganz kurz aber mal. Hier habe ich hingeschrieben 11.30 Uhr, Voldolos Community Raid, da haben sich die Leute eingetragen. Wir haben im Community Tab natürlich auch die Konda-Liste für Voldolos. Das Ding ist Elektro und Flug. Was ich da gesehen habe, dass man auch wieder Mega Aerodactyl nehmen kann. Und das ist schon wieder doppelt genial, denn du kannst das Mega entwickeln, um einen starken Gesteinsangreifer gegen Voldolos zu haben. Und gleichzeitig durch die Mega-Entwicklung, weil das der Typ Flug hat und der Gegner auch Flug hat, boostest du die Bonbons, die du von dem Gegner bekommst, wenn du den fängst. Das haben wir die ganze Zeit bei Ho-Oh gemacht, dass man Flug hatte und hat immer gleich 6, 7 XL Bonbons noch bekommen. Das fand ich richtig genial. Ansonsten hier zeigt es euch natürlich, dass es schwach gegen Gestein und Eis. Krypto-Mamudel steht auch ganz oben dabei. Andere Gesteins-Pokémon. 19,11 ist da der 100er Wert. 23,89 ist der andere 100er Wert mit Wetterbrust. Und wen laden wir ein? Das wollen wir auch noch ganz kurz schauen, wer sich eigentlich eingetragen hat. Wir haben Miku, Shenaya, Pokehunter, Trainer Sir Abs und Hikaru plus DJ Rock, Borki, Linus, Pfirsich, Schatzi und Henry Niki. Das sind genau 10 Leute. So. Gucken, ob ich der Mama auch ein Handy dann geben kann. Ich weiß nicht, was sie macht. Die rennen da hinten rum. Ich glaube, die haut ab. Eben hat auch Prezero angerufen oder Prozero. Ich glaube, Prezero. Sperrmülltermin steht fest. 30.03. Alles muss raus aus der Wohnung. Thomas, komm da Mittwoch. Mittwochnacht müssen wir alles rausstellen. Thomas, ich zähle auf dich. Thomas, der Beste. Jetzt aber erstmal die Leute fix annehmen und dann einladen für den Raid. So, es ist jetzt halb. Ich gehe mal auf die Arena drauf. Eine gelbe Arena mit einem Elektro-Pokémon. Ist das nicht schön? Wir machen jetzt hier mal private Gruppe wieder zum Einladen. Drücken, Gruppencode haben. Blau, grün, Vogel. Ist aber kein schöner Code. Kann man gar nicht lustig sagen. Laden jetzt hier Borki, DJ Rock, Henry, Linus, Pfirsich, Schatzi. Und hier haben wir Jenna, Pokehunter, Trainer, Sir Absi, Karo, Miku. Ich habe übrigens nicht zwei Accounts. Der eine ist meiner, der andere ist dem Muttertier. Ja? Mein Multi-Accounting ist ja gegen die Richtlinien. Und na gut, Account-Sharing. Ich halte nur kurz ihr Handy. Ich kenne ihre Zugangsdaten nicht, also ist es auch kein Account-Sharing. Dann ist das ja wieder okay. Jetzt guckt sie wieder, was redet der für Zeug? Was macht er denn schon wieder für Mist? Was heißt hier, das ist verboten? Schnell weg. Das so ist ungefähr immer dann der Inhalt. So, hier hat es Mewtwo. Warum? Wegen Eisstrahl. Hat Mewtwo Eisstrahl und wird deswegen eingesetzt. Dann haben wir ein paar Marmutell. Wir haben das Mega Aero-Kack-Sprühl, aber nicht in der Mega-Version. Hier drüben sehe ich Gengar, Cognodon, Marmutell, Mewtwo. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach direkt mal auf Gestein bei meinem. Guck mal, was wir hier so haben. Zeig mir doch mal an hier. Katapult, Steingarne, Bast. Katapult, Steingarne, Bast. Katapult, Steingarne, Bast. Katapult, Felswerfer, Bast. Felswerfer, Bast. Felswerfer, Bast. So, schon haben wir 3 Despota und 3 Rihonyo und das muss passen. Wer ist sonst noch drin? Eigentlich müssten wir 12 sein, wir sind 14. Grüße gehen raus noch an Hägel, Tussi und Meri.
die ganz besonders auffällig hier rumhängen. 1911 ist der 100er Wert, merkt ihn euch. Denk mal, das wird passen, der wird nicht allzu schwer. Heute gibt es auch keinen Stream weiter, heute bin ich nämlich dann nicht mehr da. Aber morgen Raid Mania, da freue ich mich besonders wieder drauf, auf eure Einladungen. Das Ding ist wie gesagt auch nur eine Woche da. Ich weiß, dass die meisten das eh nicht mehr brauchen, das auch nicht besonders gut ist. Vielleicht für Shiny-Eintrag oder irgendwas am Sonntag, Raids für Zuschauer, können wir machen. 10 bis 15 Uhr, das muss dann auch reichen. Dann kommen 2 Wochen Lugia, das wird schon wieder interessanter für die meisten. Aber ja, wenn bei der Raid Mania jetzt ein 100er rumkommen würde, hätte ich auch nichts dagegen. Aber die Tiergeistform ist auf jeden Fall nützlicher. Die Tiergeistform als 100er ist da. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal auch im Community Raid Video im Thumbnail extra bei Boreos die Tiergeistform in die Kamera gehalten, damit das fürs Thumbnail besser aussah, wie: Boah, guck mal, das ist frisch da, der direkt das 100er, gemaxt auf 50 und keinem ist aufgefallen, dass das ja die andere Form war. Naja, egal. Jetzt haben wir hier, wir vergleichen nämlich noch die WP 1858 auf dem kleinen, glaube ich. Lassen das mal kurz hier durchlaufen. So, dann kann ich hier auch mal schauen, ob ein Shiny dabei ist. So, so, so. 1858, kein Shiny. Und jetzt haben wir noch den großen. Gucken mal rein. Ich habe da nämlich nicht auf die WP geachtet. 1890 ist auf jeden Fall besser, aber kein 100er, das wäre ja 1911. Wir gucken mal, wie der sich so fangen lässt. Fliegt jetzt wieder nach links, fliegt wieder nach rechts. Der macht, glaube ich, keine Rückwärtssaldos, also nicht wie die Vögel. Bleibt da eigentlich im ersten Ball drin. Das war nur Zufall, das war Glück, das ist nämlich sonst nicht so. Wir haben 224 XL, das heißt, durch eine Raid Mania werden die XL auch nochmal voll, falls mit den freien Pässen doch ein 100er kommt. Und allgemein können wir mal auf Voldolost schauen, wie der Stand bei Voldolost bei uns ist. Wir haben hier einen 100er Voldolost in der Tiergeistform auf 4100 noch was. Das sieht krass aus, so muss man das mitnehmen. Shinies sind auch am Start und insgesamt hatten wir hier 264 Raids. Das ist auf jeden Fall fett. Hier sind noch auch die Shinies dabei von der Tiergeistform. Auch hier von dem normalen versuche ich ja immer einen in normal Shiny und auch den normal Shiny und in Glücks Shiny zu haben. Voldolost bin ich also eigentlich durch. Wie sieht's bei euch aus? Braucht ihr noch einen Shiny? Braucht ihr noch einen 100er? Braucht ihr sonst was? Braucht ihr XL? Wie findet ihr das Pokémon? Habt ihr jetzt einen Shiny bekommen in dem Raid? Schreibt es mal rein. Ich zeige euch nochmal das Muttertier, weil die steht nämlich immer noch so alleine hier rum. Was ist denn mit dir? Das ist windig. Nee, wie ist man? Da waren Schafe. Sind das Schafe, das Schwarze da? Das Schwarze sind Schafe. Ich weiß nicht, ob das Schafe sind. Muss ich gucken. Da steht hier, wacht ein Hund. Ja, da ist was Schwarzes. Das sieht aus wie ein Schaf, genau. Ich sehe nur eins und das eine sieht auch mich und deswegen. Ja, die dachten, du gehörst dazu mit deiner schwarzen Jacke, deswegen. Dann war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Schaf. Tschüss. Ciao.